Willkommen zum Dota-Stream und zu neuen Spielen. Und wir haben noch ein bisschen was gerettet. Vom Line-Up der anderen haben wir es gerettet. Mit Otaini, schon mal ein super Name. Eigentlich wollte ich einen Roamer spielen. Es ging halt alles komplett den Bach runter in dem Spiel. Okay, gib mir noch einen Tango. Ich wollte eigentlich einen Roamer spielen. Dann gab es irgendwie Quatsch in der Mitte. Dann pickt er Roaming Tiny, obwohl er irgendwie, weiß ich nicht, und die Mitte randomt und alles durcheinander. Dota-Sound ist noch aus, hat gesagt. Oh, der Dota-Sound ist noch aus. Dann ändern wir das eben. So, so ist der Dota-Sound an. Eben schön Musik gehört. Ja. Und dann habe ich, ja, das eben noch. Die waren auch schon gemutet, der Tiny und. Und Pink, Medusa. Aber Medusa hat mit Earth Spirit geswappt. Also alles durcheinander. Wir spielen einfach. Und schauen mal. Der. Ja, was ist das für eine Farbe? Ein Ocker ist das nicht. Ist das so ein ekliges Durchfallgrün? Hat dann noch geswappt, damit wir irgendwie vernünftige Lanes bekommen. In diesem Fall die Runen, das mache ich auch nicht immer. Okay, oder auch nicht. Weil irgendwie der Shaker sich denkt, nö. Oder wollte er nur das verhindern vom Ricky? Vielleicht hat er auch mitgedacht und wollte das machen. I don't know. Wir haben drei Runen bekommen, das war schon mal ein guter Anfang. Haben wir Sentries an einem der Roamer oder Supports? So, wie machen die das jetzt? Das klären die untereinander am besten. Ah, schöner Miss. Ja, Riki am Anfang. Das kenne ich irgendwie. Ich habe letzte Zeit viel Riki selber gespielt, weil es halt ein cooler Held ist. Und habe das genau das gleiche gemacht. Man kann die Mitte mal ganz gut nerven. Das hängt immer davon ab, ob die Gegner dann gut drauf reagieren. Ich will immer ganz gerne mit Searing Chains in die Nähe kommen. Das hat der Plan vom Ember. Dann kann er nämlich vernünftig Schaden machen. Naja. Angesichts der Lobbyphase ist alles noch ganz okay, dass wir überhaupt ein vernünftiges Line-Up einigermaßen haben. Von daher freuen wir uns lieber darüber. Wird mein Farm jetzt am Anfang nicht so geilo sein. Man kann auch nicht so gut farmen. Also nicht so gut farmen und auch nicht so gut hinein. Aber naja. Sparen wir jetzt erstmal ein bisschen. Naja, da ist schon ein bisschen zu viel Schaden genommen. Und da habe ich keinen Headshot-Luck. Ohne Headshot-Luck ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil viel Damage hat man nicht. Mit Sniper. Haben sie oben auf die Nase bekommen. War es jetzt schon Sleight of Fist? Das ist strange. Um vielleicht mit Dings ranzukommen, mit Searing Chains, aber trotzdem sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ich muss mit dem Ricky aufpassen, sonst brauche ich den Kurier jetzt gar nicht da irgendwie verfüttern. Lass ihn mal ein bisschen drauf aufpassen. Wir sind an dem vorbeigelaufen. Jetzt hängt er den Creep. Der Super Tiny. Mit Or Tiny, ja. Hast alles gut drauf davon. Hier ist der Ricky gerade. Bin gerade ein paar Mal gegen ihn gelaufen.
Okay. Nicht den Ember bekommst, der schönere Kill gewesen, aber den Ricky. Geht scheiße. Der Kurier ist leider noch oben unterwegs. Ich hätte auch noch nicht Level 2, das Shrapnel hier hinten hingeschmissen habe. Okay, der ist nochmal erwischt. Ich dachte, dass der Ricky so schnell wieder da ist. Leider war der Kurier auch beschäftigt. Kann ich jetzt zum ersten Mal benutzen. Ich hoffe, was MMA noch aktuell ist. Ich glaube, ich bin ein Lost drunter. Unter dem MMA, was angezeigt wird im Chat. Jetzt haben wir einen Sentry. Ja, die ersten 2-3 Minuten waren die schlimmsten. Jetzt ist da nicht mehr so problematisch. Naja, schlecht ist trotzdem nicht. Na, Headshot. Okay, haben wir sich jetzt in den Jungle verzogen. Bin jetzt immer im Level über ihn. Er hat vor allem beim Farm mir einiges gekostet. Aber vom Level. Hat er jetzt ein bisschen drunter gelitten, aber durch den zurückgeschickt haben. Und der Rickchen überhaupt in der Nähe war. Noch ein Headshot dabei. Jetzt habe ich die 5 Tangos, die ich jetzt gar nicht mehr so dringend brauche. Hätte ich vorhin gebraucht, als ich low war, bevor ich gestorben bin. Naja, ist auch eine 40% Chance auf Headshot, von daher sollte man auch mal welche bekommen. Haben sie nicht geändert, oder? Die Chance. Wo steht denn die Chance? Egal, guck jetzt mal wieder. Ah, nee, ich hab bei Shrapnel geguckt, ich hab irgendwie eine Chance gesucht. 40%, okay, ja. Nap. Ja, jetzt kann ich mal in meine... ...meine Tangos benutzen. Habe ich nicht umsonst. Und so, ihm gebe ich einen mit, dann ist auch gleich sein, seine Raindrops mal wegschießen. Jetzt haben wir den Ricky hier gesehen. Machen wir erstmal das fertig. Einmal das. Ja, die Creeps verraten es natürlich. Die alten Verräter. Na. Und kaputt. Ich hätte den beschissenen Anfang. Danach machen wir aber jetzt die besseren Rotations. So. Okay. Can I get some help? Stumpf von hier bis zum Tier 2. Kein Bock. Na dann.
Ich schon gedacht, dass da jemand immer dazu kommt. Why did you save him? He wasn't shrapnel, had no. Ja. Okay, gute Trades für uns. Machen kurz den Aquila an und können ein bisschen Druck auf den Tower machen. Gegen das Team könnte ein Maelstrom ganz gut sein. Gegen die Spider. Links. Mal gucken. Habe ich das Bau in dem Fall? Im Schrapnell stehen bleiben wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil es nochmal diskutiert wurde, wie ich hätte vielleicht überleben können. Ja, aber ich dachte nicht, dass sie so weit chased, ehrlich gesagt. Wenn ich so weit wegkomme, dass sie noch hinterherkommt, habe ich nicht mit gerechnet. Von daher. Offensichtlich habe ich mich geirrt. So. 9-4, das sieht doch ganz solide aus. Gut, aber auch noch in die Mitte. Wenn ich ein bisschen früher einfach angreifen soll, als ich eh noch in den Searing Chains stand. Wir müssen das Katapult los, oder? Nee, ein Schuss noch, verdammt. Naja, insgesamt läuft es aber einigermaßen. Man, die Blut verzieht sich schon wieder mit ihren Kinderchen. Na, so ganz klappt das noch nicht mit den Searing Chains. Und ist halt auch fest mit der Combo. Das ist gut zu wissen. Das hat mir für ein Targeting-System schon wieder hier. Prioritätenmäßig. Gegen das Team könnte sogar Abklingzeitenreduzierung ganz gut sein. Wohl 20 Schaden ist einfach zu gut, um das komplett zu ignorieren. Naja, nicht ganz. Die Range nicht ganz gepasst. Ich wollte die Spider-Links erwischen. War nicht ganz nahe genug. Wenn ich ein TP ready habe, geht es einigermaßen. Man sieht die Spinne ja rechtzeitig kommen. Letztes Mal war es damit raus-TPen eher schlecht. Mal gucken, ob wenn sie irgendwo von der Seite kommen kann, aber sieht jetzt gerade nicht so aus. Oder wenn Ricky und Ember irgendeine Kombo noch starten, das ist auch nicht ungefährlich. Und da der Ember gerade hier war, passe ich hier mal ein bisschen auf.
Ja, genau deshalb. Na, das war knapp. Sie hat seine Searing Chains verkackt. Muss raus. Oh, das war extrem knapp. Da hätte ich ein bisschen Hilfe gebraucht. Ein Boulder Smash zum Beispiel. Und dann Ricky und die ganzen Dings auf mir. Hat er vielleicht nicht richtig gesehen. Vielleicht war es auch noch auf Cooldown oder so. Und das hat auch nicht ganz geklappt am Anfang hier mit dem, mit der Combo vom Tiny. Das hat er mit einem Slayer Fist gedodged. Also der Anfang lief schon nicht gut. Wir haben immerhin den Ember bekommen. Das ist das Wichtige. Hau den, hau den. Just hit him. You die anyway. Hätte er vielleicht killen können. Der Earth Spirit. Earth Shaker. Playing Wolf wollte mal zuletzt ohne Mask of Madness spielen. Das kann man auch machen. Ich habe ihn auch öfter auch ohne Mask of Madness gespielt, aber es ist schon ein sehr starkes Item an ihm. Na, wollen wir was probieren oder was? Na, schade, dass er sein Echo verkackt hat. Autsch. Sauber. Bait. Master Bait. Das muss ich jetzt mal schreiben. Geht nicht anders. Master Bait angeschmissen. Und ist rausgehauen. So, mal ein TP wieder einsacken. So, Maelstrom gegen die Spinnen ist immer noch eine ganz gute Idee. So, wieso kein Magic Wand? Fragt, wer hat es gefragt? Hat irgendjemand gefragt? Velu hat es gefragt. Ja, ist kein schlechtes Item. Kann man durchaus bauen. Wenn ich es nicht benötige, ist es immer so. Mal so, mal so. Ist ein gutes Item. Sollte ich vielleicht häufiger bauen. In diesem Fall habe ich es halt nicht gebaut. Ich baue mir, glaube ich, immer noch einen Hurricane Pike gegen Ricky. Oder ein BKB einfach relativ früh. Da müsste ich es auch jedes Mal benutzen. Ist auch irgendwie, wenn ich im Smokescreen stehe. Ich verabschiede mich hier mal. Die Nakila kann ich auseinanderbauen für das Raveband, was ich da brauche. Ist immer ganz praktisch, dass man das dann eh schon hat. So. Jetzt läuft alles ganz gut. Für mich läuft es ziemlich gut und für den Shaker. Von den Kills jetzt mal einfach so gesehen. Für den Rest so. Medusa 002, die will einfach nur farmen. Die ist nicht gestorben, hat zwei Assists. Das ist für die völlig okay. Und hat einen Skadi. Die hat super Farm. Das sieht sehr gut aus für unser Spiel.
So. Ich verstehe die Frage von Flying D gerade nicht. Ich weiß nicht genau, wie das Mikro. Ich habe die Modellnamen nicht im Kopf. Ich verstehe nicht den Rest mit dem Popschutz und ohne Bart. Ich verstehe die Kombination, die Frage nicht. Verpasse ich irgendwas? Kannst du mich gerne aufklären oder mir jetzt erklären, was ich da offensichtlich gerade nicht verstehe? Ja, der Shaker räumt ab. Nice. Nächstes Angriffstempo. In diesem Fall Shrapnel. Gerade gegen die Brute wäre es auch nicht schlecht. Wenn es schlechter laufen würde, würde ich vielleicht sogar, hätte ich von Anfang an dann so auf Abklingzeiten, Reduzierung mit CD Reduction und Shrapnel Damage und sowas damit gearbeitet, wenn Brute wirklich ein großes Problem gewesen wäre. Da wir aber ganz gut dastehen, kann ich ein bisschen offensiver bauen. Und müssen wir darum jetzt keine Sorgen machen. Finde ich halt auch ganz gut. So, Hurricane Pike bald fertig. Gerade frage ich, ob ich schon Divine bin. Nee, ich hänge bei 4,9 rum. Divine fängt, glaube ich, bei 5,1 an oder sowas in dem Dreh. Bisschen. Irgendwas in dem ungefähr. Ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf. Also ein bisschen brauche ich noch. 200 MMA vielleicht. So, noch 180 Tacken, dann haben wir es fertig. Wenn ich hier den, die Bounty Rune einsack, ist das schon mal besser. Yes. Nach dem Creep. So. Mit Hurricane Pike wollte ich mich schon ein bisschen sicherer fühlen. Die Mobility-Geschichte ist schon spannend. Aquila mal anmachen. Hauen wir erstmal den Turm weg. Der ist da ein bisschen in eine kleine Problematik reingelaufen. Verstecken wir uns mal. So. So, der Kurier hat noch Shit. Achso, das habe ich hier schon drin. So, zerlegen, kombinieren, entsperren. Das ist immer woanders, ist, als ich manchmal denke. Das ist so. Es ist verwirrend manchmal, damit nicht ganz grün. Nicht mal ein Maelstrom muss unbedingt sein. So, gucken wir mal. Maelstrom ist gut gegen Brute. Nicht so gut gegen Juggernaut. Ich habe meine Farming-Items. Ja. Mhm. Okay. Dann noch ein bisschen das erklärt, ja. Ja, genau, es ist so ein Popschutz halt. So ein bisschen, damit der mit ein paar Sounds nicht so hart klingt. Dann mit der Action. Twitch-Chat gelesen, statt im Spiel teilzunehmen. Haze-Rune noch rechtzeitig dazugekommen. Hurricane Pack habe ich auch noch in Range gebracht. Jemand will noch den Kurier feeden, oder was? War es jetzt extra? Da wollte es, haben sie sich. Egal. Ihr macht das schon, Kinders. 5180 ist Divine mit einem Stern. 5149 fängt Divine an. Ja, also ganz. Gibt es noch ein paar widersprüchliche Sachen manchmal, aber ungefähr in dem Dreh halt zwischen 5-1 und 5-2. Ich würde einfach sagen, ich direkt auf BKB. Direkt das BKB würde mir halt helfen,
gegen Ricky, auch wenn ich im Smokescreen stehe, und gegen Ember. Also gegen Ember eigentlich komplett. Das hat er inzwischen. Ja. Der macht eine komische Mischung. Das ist was, was ich nicht gern mache. Weil ich das Geschmacks einfach nicht Physical Ember baue. Er baut ja ein Kristallis gerade. Dann baue ich keinen Veil, weil ich halt nicht auf den Magic Damage setze. Vielleicht ist das falsch, weil der Magic Damage ja trotzdem stark ist von ihm. Haben wir ihr mal, soll sie halt ruhig das Dings nehmen. Das Aegis ist schon ganz gut aufgehoben. Wo ich einfach Highground siege mit meiner Range und Aegis of Medusa. Na, schade. Gut, aber sitzt unten. Um mir die Illusions auch mal auf den High Ground. Ich meine, wir hatten anscheinend auch keine Lust mehr einfach jetzt. Wir haben halt aufgegeben. Immer kann man noch ein bisschen Action machen, immerhin. Auch in solchen ein bisschen verzweifelten Lagen. Beenden wir das einfach. Und nicht sonst. Umsonst das Aegis auf Medusa. Ja, da seine in der Base stehen gehabt und wollte den Kill eventuell abgreifen. Das super Spiel war das. Na, da hat der der geswappt hat. Der Ockerfarbene da hat uns ein bisschen das Line-up gerettet. Weil der andere hatte ja, wie gesagt, Earth Spirit gerandomt und schien damit auch nicht so glücklich. Ein entspanntes erstes Spiel. Wir können ja nochmal auf das MMA gucken, weil es nochmal gefragt wurde. Der Sniper freut sich. Oh! Divine 5! Ja, Baby! Divine 5! Ah ne, Divine. Ancient 5. Der Divine 5, genau. Divine kommt danach. So. Ancient 5. Nice one. Da gebe ich mir eine kurze Pause. Ja, Ancient 5, nicht Divine 5. Ich muss es wieder auf Englisch stellen. Und nächster Halt, nächster Stopp. Göttlicher. Ich göttlich. Dauert nicht mehr lang. Ich fühle mich eigentlich schon länger so, aber damit es auch endlich vom Spiel bestätigt. Also, bis gleich.